Geschichten über das Erschaffen von Glück. Mit Lob bringt man es weit. Wir haben es gern, wenn unser Lob gesungen wird, aber leider werden wir meistens nur auf unsere Fehler hingewiesen. Ich nehme an, dass dies nur fair ist, da wir uns selbst ja auch hauptsächlich mit den Fehlern anderer beschäftigen. Wir loben selten. Achten Sie mal darauf, wenn Sie mit einem anderen Menschen sprechen. Ohne Lob, ohne positive Bestärkung der guten Eigenschaften, welken diese dahin und sterben. Schon ein kleines Lob ist bereits so etwas wie die Haupttribüne der Ermutigung. Jeder von uns wünscht sich, gelobt zu werden, und wir möchten genau wissen, was wir dafür tun müssen. Irgendwann fiel mir eine Zeitschrift in die Hände, in der es um eine Therapiegruppe ging, die positive Verstärkung bei kleinen Kindern mit einer seltenen Essstörung anwandte. Wenn eines dieser Kinder feste Nahrung zu sich nahm, musste es diese beinahe augenblicklich erbrechen. Jedes Mal, wenn ein Kind einen winzigen Happen Essen eine Minute oder länger bei sich behalten konnte, schmiss die Gruppe eine Party. Die Eltern setzten sich Papierhüte auf, stellten sich auf Stühle und klatschten. Die Krankenschwestern tanzten und warfen mit bunten Papierschlangen und Konfetti um sich, und die Lieblingsmusik des Kindes wurde aufgelegt. Es wurde ein großes Fest ausgerichtet, bei dem das Kind, das einen Bissen heruntergeschluckt und bei sich behalten hatte, im Mittelpunkt stand. Die Kinder schafften es allmählich, immer mehr Essen bei sich zu behalten. Die reine Begeisterung, Ursache eines solchen Freudenfests zu sein, überlistete ihr angeschlagenes Nervensystem. So sehr wollten diese Kinder gelobt werden. Und das geht uns auch nicht anders. Derjenige, der behauptet hat, dass einen Schmeichelei nicht weit bringt, ist ein... was auch immer. Aber ich denke, wir sollten ihm auch einfach vergeben. Mit Lob, liebe Freunde, kommt man überall hin. Wie man ein VIP wird. In unserem ersten Klosterjahr musste ich das Bauen erlernen. Das erste größere Gebäude bestand aus einem Block, in dem 6 Toiletten und 6 Duschen untergebracht werden sollten. Also musste ich mich mit der Kunst des Klempnerhandwerks vertraut machen. Ich brachte unsere Bauzeichnung zu einer Sanitärhandlung, legte die Pläne auf die Ladentheke und rief: Hilfe! Da es ein ziemlich umfangreicher Auftrag war, nahm sich Fred, der Mann an der Theke, viel Zeit, um mir zu erklären, welche Teile wir benötigten, wozu sie dienten und wie man alles zusammenbaute. Mit viel Geduld, normalem Menschenverstand und Ratschlägen von Fred hatten wir irgendwann unsere Abwasseranlage fertiggestellt. Ein Inspektor des örtlichen Gesundheitsamts stattete uns einen Besuch ab, überprüfte die ganze Installation sehr pingelig und ließ sie durchgehen. Ich war hingerissen. Ein paar Tage später traf die Rechnung für die sanitären Teile ein. Ich bat unseren Schatzmeister um einen Scheck und schickte ihn mit einem Dankesbrief ab, in dem ich vor allem Freds Hilfe beim Aufbau unseres Klosters hervorhob. Damals wusste ich noch nicht, dass ein solch großes Sanitärunternehmen mit vielen Zweigstellen in und um Perth herum eine gesonderte Buchhaltungsabteilung hatte. Mein Brief wurde dort geöffnet und von einem Angestellten gelesen. Der war derartig verdattert, ein Lobschreiben erhalten zu haben, dass er es augenblicklich dem Chef der Buchhaltung vorlegte. Normalerweise handelt es sich nämlich um eine Beschwerde, wenn einem Scheck ein Brief beigelegt wird. Der Chefbuchhalter war ebenfalls erschüttert und brachte meinen Brief zum Unternehmensboss. Dieser las den Brief und war so erfreut, dass er augenblicklich Fred anrief, den Mann, der an der Verkaufstheke eines seiner zahlreichen Geschäfte stand, um ihm von dem Brief zu erzählen, der auf seinen Mahagoni-Schreibtisch geflattert war. »Das ist genau das, was wir in unserer Firma haben wollen, lieber Fred. Individuelle Kundenbetreuung. Damit kommt man weiter.« »Ja, Sir.« »Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet, Fred.« »Ja, Sir.« »Ich wünschte, wir hätten noch mehr Angestellte wie Sie.« »Ja, Sir.« »Welchen Lohn zahlen wir Ihnen? Sollten wir noch etwas drauflegen?« »Ja, Sir.« »Gute Arbeit, Fred.« »Danke, Sir.« Zufälligerweise kam ich etwa 2 Stunden später in den Laden, um ein Teil umzutauschen.
Zwei riesige australische Klempner mit Schultern so breit wie Abwasserbehälter warteten vor mir darauf, bedient zu werden. Da sah mich Fred. »Bram«, rief er strahlend, »kommen Sie doch her!« Ich erhielt Vorzugsbehandlung. Fred nahm mich mit in das Lager, wo Kunden eigentlich nichts zu suchen hatten, damit ich mir das Teil, das ich brauchte, selbst auswählen konnte. Währenddessen erzählte mir Freds Kollege im Lager von dem Anruf des Chefs. Ich fand das Teil, das ich benötigte. Es war größer und erheblich teurer als das Teil, das ich zurückgegeben hatte. »Wie viel schulde ich Ihnen?«, fragte ich. »Wie hoch ist die Differenz?« Von Ohr zu Ohr strahlend erklärte Fred, »Bram, für Sie gibt's keine Differenz.« Sie sehen, Lob lohnt sich also auch in finanzieller Hinsicht. Das Zwei-Finger-Lächeln. Lob spart uns Geld, bereichert unsere Beziehungen und schafft Freude. Wir sollten damit viel großzügiger umgehen. Am schwersten ist es, sich selbst zu loben. Ich wurde mit dem Spruch erzogen, dass Eigenlob stinkt. Das ist nicht der Fall. Es verbreitet einen wunderbaren Duft, der allen zugutekommt. Wenn wir unsere guten Eigenschaften loben, fordern wir uns auf positive Weise heraus. Während meiner Lehrzeit gab mir mein erster Meditationslehrer einen nützlichen Rat. Er leitete ihn mit der Frage ein, was ich denn am Morgen nach dem Aufstehen als erstes täte. »Ich gehe ins Badezimmer«, antwortete ich. »Gibt es einen Spiegel in deinem Badezimmer?«, erkundigte er sich. »Natürlich.« »Gut«, fuhr er fort. »Jetzt möchte ich, dass du jeden Morgen noch vor dem Zähneputzen in diesen Spiegel schaust und dich anlächelst.« »Sir«, protestierte ich, »ich bin ein Schüler. Manchmal komme ich erst sehr spät ins Bett und fühle mich am Morgen nicht gerade taufrisch. Ehrlich gesagt, hätte ich an manchen Tagen Angst, mich früh morgens im Spiegel zu betrachten, geschweige denn mich gar anzulächeln.« Er schmunzelte, sah mir tief in die Augen und sagte, »Wenn du ein natürliches Lächeln nicht zustande bringen solltest, dann lege jeweils einen Zeigefinger an deine beiden Mundwinkel und zieh den Mund hoch. Genau so.« Und dann führte er es mir vor. Er sah lächerlich aus. Ich kicherte. Dann befahl er mir, es ihm nachzutun. Natürlich folgte ich der Aufforderung. Am nächsten Morgen schleppte ich mich mühsam aus dem Bett und schwankte müde zum Badezimmer. Ich betrachtete mich im Spiegel. Brrr, wahrlich kein schöner Anblick. Nichts, was ein natürliches Lächeln hervorrufen würde. Also hob ich die Zeigefinger und legte jeden in einen Mundwinkel und schob sie hoch. Da sah ich diesen dummen jungen Mönch, der dem Spiegel ein blödes Gesicht zeigte und musste ganz unwillkürlich grinsen. Und ich sah, dass mich der Mönch im Spiegel ganz natürlich anlächelte. Also lächelte ich weiter. Der Mann im Spiegel lächelte noch mehr. Und nach wenigen Sekunden lachten wir einander regelrecht an. 2 Jahre lang machte ich jeden Morgen diese Übung. Und an jedem Morgen, ganz gleich, wie ich mich nach dem Aufwachen fühlte, stand ich da und lachte mich im Spiegel an. Oft unter Zuhilfenahme der beiden Finger. Heutzutage wird behauptet, dass ich sehr viel lächle. Vielleicht sind ja die Muskeln meiner Mundwinkel in dieser Position stecken geblieben. Den Zwei-Finger-Trick können wir zu jeder Tageszeit anwenden. Er ist vor allem dann hilfreich, wenn wir uns unwohl fühlen, total erledigt oder richtig deprimiert sind. Es ist bewiesen, dass Gelächter Endorphine in unsere Blutbahn entlässt, die unser Immunsystem stärken und uns Glücksgefühle verschaffen. Diese kleine Bewegung hilft uns dabei, die 998 guten Backsteine in unserer Mauer zu sehen, nicht nur die beiden schlecht eingesetzten. Und Lachen macht uns schön. Deshalb nenne ich unseren Buddhistentempel in Perth Ajahn Brahms Schönheitssalon. Unbezahlbare Lehren. Man hat mir berichtet, dass Depressionen eine Milliarden-Dollar schwere Industrie erzeugt haben. Das finde ich erst recht deprimierend. Es scheint nicht richtig zu sein, aus dem Leid anderer Menschen Profit zu ziehen. Unsere strenge buddhistische Tradition lässt es jedenfalls nicht zu, dass Mönche Geld besitzen.
weshalb wir natürlich nichts für unsere Gespräche, für Beratungen oder andere Dienste berechnen. Eine Amerikanerin rief einen mit mir befreundeten Mönch an, einen berühmten Meditationslehrer, und wollte von ihm wissen, wie man das Meditieren erlernt. »Ich habe gehört, dass Sie Meditation unterrichten«, sprach sie gedehnt ins Telefon. »Ja, Madame, das tue ich«, antwortete er höflich. »Wie viel muss ich dafür bezahlen?« »Nichts, Madame.« »Dann können Sie auch nichts taugen«, erwiderte sie und legte auf. Vor ein paar Jahren erhielt ich einen ähnlichen Anruf von einer Australierin polnischen Ursprungs. »Gibt es in Ihrem Zentrum heute Abend einen Vortrag?« »Ja, Madame, er beginnt um 20 Uhr«, erwiderte ich. »Wie viel kostet der Eintritt?« »Nichts, Madame, er ist umsonst«, erklärte ich. Eine kurze Pause entstand. »Sie haben mich nicht verstanden«, sagte sie energisch. »Wie viel Geld muss ich Ihnen geben, um Ihren Vortrag zu hören?« »Sie müssen mir kein Geld geben. Der Vortrag ist kostenlos«, erwiderte ich so sanft wie nur möglich. »Hören Sie mir doch zu«, schrie sie mich an. »Dollar, Cents, wie viel Geld muss ich denn nun rausrücken, um teilnehmen zu können?« »Sie brauchen überhaupt nichts rauszurücken. Sie kommen einfach her. Sie können sich hinten hinsetzen und weggehen, wann immer Sie wünschen. Niemand wird Sie nach Ihrem Namen oder Ihrer Anschrift befragen. Man wird Ihnen keine Flyer aushändigen und Sie werden am Eingang auch nicht um eine Spende gebeten werden. Die ganze Sache ist umsonst.« Jetzt trat eine längere Pause ein. Ihre nächste Frage kam wirklich von Herzen. »Und was habt ihr Typen denn dann davon?« »Glück«, antwortete ich einfach. »Wir fühlen uns glücklich.« Wenn mich heutzutage jemand nach den Kosten unserer Lehren fragt, sage ich nie mehr, dass sie umsonst sind. Ich sage, dass sie unbezahlbar sind. Auch dies geht vorbei. Eine der unbezahlbaren Lehren, die Depressionen entgegenwirken, ist gleichzeitig eine der einfachsten. Allerdings aufgepasst, Lehren, die einfach erscheinen, kann man sehr leicht missverstehen. Wir können die folgende Geschichte nur dann begreifen, wenn wir tatsächlich von Depressionen befreit sind. Der neue Häftling im Gefängnis war voller Angst und sehr deprimiert. Die steinernen Wände seiner Zelle saugten jegliche Wärme auf, die harten Eisengitter höhnten dem Mitgefühl, der Klang aufeinanderprallenden Stahls ließ erahnen, hinter wie vielen Toren die Hoffnung weggeschlossen wurde. Das Herz des Gefangenen war schwer, denn er hatte viele Jahre abzusitzen. Am Kopfende seines Lagers entdeckte er folgende Worte in die Wand geritzt: »Auch dies geht vorbei.« Dieser Satz half ihm durch diese schwierige Zeit, genau wie er wahrscheinlich dem Häftling vor ihm Mut gegeben hatte. Ganz gleich, wie schlimm es wurde, er sah dann auf die Inschrift und dachte daran, auch dies geht vorbei. Am Tag seiner Entlassung erkannte er die tiefe Wahrheit hinter diesen Worten. Er hatte seine Strafe abgesessen. Auch die Zeit im Gefängnis war tatsächlich vorbeigegangen. Als er wieder ins normale Leben zurückkehrte, dachte er oft an diese Botschaft. Er schrieb sie auf Fetzen Papier, die er an seinem Bett, in seinem Auto und auf der Arbeit deponierte. Sogar in ganz schlechten Zeiten erfasste ihn nie wieder eine Depression. Er entsann sich in scheinbar aussichtslosen Lagen immer der Worte »Auch dies geht vorbei« und kämpfte sich durch. Die schlechten Zeiten schienen nie sehr lang zu dauern. Wenn gute Zeiten anbrachen, genoss er sie, aber nie allzu sorglos. Er entsann sich der Worte »Auch dies geht vorbei« und arbeitete hart an seinem Leben, ohne auch nur das Geringste als selbstverständlich hinzunehmen. Die guten Zeiten schienen immer ungewöhnlich lange anzudauern. Dann wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. »Auch dies geht vorbei« gab ihm Hoffnung. Hoffnung gab ihm Kraft und die positive Einstellung, die Krankheit zu besiegen. Eines Tages bestätigte der Facharzt, dass der Krebs vorbeigegangen war.
Am Ende seines Lebens flüsterte er seinen Liebsten zu, auch dies geht vorbei, und er fand einen ruhigen Tod. Seine Worte waren der letzte Liebesdienst für Familie und Freunde. Sie hatten von ihm gelernt, auch die Trauer geht vorbei. Depressionen sind ein Gefängnis, in das viele von uns eingeschlossen sind. Auch dies geht vorbei, hilft uns. Und dieser Spruch sorgt zudem dafür, dass wir eine der großen Ursachen von Depressionen meiden und die guten Zeiten nicht zu selbstverständlich hinnehmen. Ein heldenhaftes Opfer. In jener Zeit, da ich noch als Lehrer arbeitete, wurde ich auf einen Schüler aufmerksam, der bei den Abschlussprüfungen am Ende des Jahres in meiner Klasse von 30 Schülern das Schlusslicht bildete. Ich sah, dass ihn das Ergebnis schwer deprimierte, also nahm ich ihn zur Seite. In einer Klasse von 30 Schülern muss schließlich einer der Letzte sein, sagte ich zu ihm. In diesem Jahr hast du dieses heldenhafte Opfer erbracht, so dass keiner deiner Freunde die Schande erleiden muss, der Letzte zu sein. Du bist sehr gütig und mitfühlend. Eigentlich verdienst du einen Orden. Wir wussten alle beide, dass ich etwas völlig Blödsinniges sagte, aber er begann zu grinsen und sah sein schlechtes Abschneiden auf einmal nicht mehr als das Ende der Welt an. Im nächsten Jahr zeigte er erheblich bessere Leistungen. Und da war eben jemand anderes dran, ein heldenhaftes Opfer zu bringen. Eine Wagenladung voller Mist. Im Leben gibt es immer auch unangenehme Dinge, wie beispielsweise Klassenletzter zu werden. So etwas kann jeden überkommen. Der einzige Unterschied zwischen einem glücklichen Menschen und einem deprimierten besteht in der Reaktion auf Unheil. Stellen Sie sich jetzt vor, dass Sie mit einem Freund einen herrlich entspannten Nachmittag am Strand verlebt haben. Und als Sie nach Hause kommen, entdecken Sie, dass irgendjemand eine ganze Wagenladung voller Dung direkt vor Ihrer Haustür abgeladen hat. Über diesen Misthaufen sollten Sie Folgendes wissen. Erstens, Sie haben ihn nicht bestellt. Es ist nicht Ihre Schuld. Zweitens, Sie haben ihn jetzt am Hals. Niemand hat gesehen, wer ihn abgeladen hat, also können Sie auch niemanden auffordern, ihn wieder wegzubringen. Drittens, er ist dreckig, widerlich und ekelhaft. Sein Gestank zieht langsam durch Ihr ganzes Haus und ist so unerträglich, dass Sie kotzen könnten. In dieser Metapher steht die Wagenladung voller Mist für all die traumatischen Erfahrungen, die das Leben über uns ausgibt. Genau wie bei der Mistladung müssen wir auch drei Dinge über die Katastrophe in unserem Leben wissen. Erstens, wir haben sie nicht bestellt. Wir fragen, warum ich? Zweitens, wir haben sie am Hals. Keiner, nicht einmal unsere besten Freunde, kann sie uns wegnehmen, obwohl sie es vielleicht versuchen. Drittens, sie ist grauenvoll. Ein solcher Zerstörer unseres Glücks, dass der Schmerz unser ganzes Leben ausfüllt. Sie ist einfach nicht zu ertragen. Wenn man eine solche Wagenladung voller Mist am Hals hat, gibt es zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die erste besteht darin, dass wir den Mist mit uns herumschleppen. Wir stecken etwas davon in unsere Taschen und unter unser Hemd. Ja, wir schütten sogar etwas davon in unsere Hosen. Und wenn wir dann mit diesen Miststücken herumlaufen, stellen wir fest, dass wir eine Menge Freunde verlieren. Sogar die besten Freunde scheinen sich nicht mehr so oft sehen zu lassen. Den Mist herumtragen ist eine Metapher für das Versinken in Depressionen, für negative Gedanken oder Wut. Eine ganz natürliche Reaktion auf Widrigkeiten des Lebens. Aber wir verlieren viele Freunde. Und es ist ja völlig verständlich, dass sie nicht mehr viel mit uns zu tun haben wollen, wenn wir dauernd wie 7 Tage Regenwetter herumlaufen. Schlimmer noch, der Misthaufen wird dabei nicht abgetragen, sondern reift gemütlich heran, sodass sein Gestank immer unerträglicher wird. Zum Glück gibt es einen zweiten Weg. Wenn jemand eine Wagenladung voller Mist vor unserer Haustür abkippt, dann entfleucht uns ein Seufzer
und wir machen uns an die Arbeit. Schubkarre, Mistgabel und Spaten werden hervorgeholt. Wir schaufeln den Mist in die Karre, fahren sie hinters Haus und verbuddeln das Zeug im Garten. Das ist eine anstrengende und ermüdende Arbeit. Aber wir wissen, dass uns keine andere Wahl bleibt. Manchmal schaffen wir nur eine halbe Schubkarre am Tag. Doch wir unternehmen etwas gegen das Problem, anstatt so lange mit ihm zu hadern, bis wir schließlich in der Depression landen. Tag ein, Tag aus laden wir Dung in die Schubkarre und jeden Tag wird der Haufen ein Stückchen kleiner. Manchmal brauchen wir mehrere Jahre, aber irgendwann kommt ein Morgen, an dem der Misthaufen vor dem Haus gänzlich verschwunden ist. Außerdem hat sich in einem anderen Teil unseres Gartens inzwischen ein wahres Wunder ereignet. Die Blumen entfalten sich zu ihrer vollsten Pracht und ihr Duft erfüllt die ganze Umgebung, sodass Nachbarn und sogar Passanten vor Freude zu lächeln beginnen. Der Obstbaum in der Ecke kippt beinahe um. So reich ist er mit schmackhaften Früchten gesegnet. Er trägt so viele, dass wir unsere Nachbarn und sogar Vorübergehenden von diesen Wunderfrüchten abgeben können. Den Mist eingraben ist auch eine Metapher. Damit heißen wir das Unheil als Dünger des Lebens willkommen. Die Arbeit müssen wir schon allein erledigen. Keiner kann uns dabei helfen. Aber wenn wir den Mist Tag aus, Tag ein in den Garten unseres Herzens eingraben, können wir langsam den Berg voller Schmerz abtragen. Vielleicht werden wir dafür Jahre benötigen. Aber der Morgen wird anbrechen, an dem wir den Schmerz in unserem Leben nicht mehr sehen und merken, dass sich in unserem Herzen ein Wunder ereignet hat. Blumen der Güte stehen in voller Pracht. Der Duft der Liebe erfüllt die Umgebung. Unsere Nachbarn, unsere Beziehungen und sogar die Menschen, die am Garten vorübergehen. Dann neigt sich der Baum der Weisheit in der Ecke zu uns herab, überladen mit den süßen Einsichten in das Wesen des Lebens. Wir verteilen diese köstlichen Früchte großzügig und sogar der zufällige Passant kriegt welche ab, auch wenn wir das gar nicht beabsichtigt haben. Wenn wir den Schmerz der Tragik erfahren, seine Lektion gelernt und unseren Garten angelegt haben, können wir bei großen Tragödien einander umarmen und einfach sagen, ich weiß, und der andere wird begreifen, dass wir ihn wirklich verstehen. Das Mitgefühl setzt ein. Wir zeigen ihm die Schubkarre, die Mistgabel, den Spaten und ermutigen ihn zu grenzenlosem Eifer. Wir könnten diesem Menschen allerdings unmöglich helfen, wenn wir nicht schon zuvor unseren eigenen Garten bestellt hätten. Ich habe zahlreiche Mönche kennengelernt, die großartig meditieren können, den Widrigkeiten friedlich, gelassen und heiter begegnen. Doch nur wenige von ihnen sind große Lehrer geworden. Ich habe mich oft gefragt, woran das liegt. Heute glaube ich, dass jene Mönche, die es relativ leicht hatten und nur kleine Misthaufen wegschaffen und eingraben mussten, keine Lehrer wurden. Aber jene, die mit besonders großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, die den Mist in aller Ruhe wegräumten und mit einem fruchtbaren Garten belohnt wurden, stellten sich als die großen Lehrer heraus. Alle Mönche waren weise, gelassen, heiter und voller Mitgefühl. Aber diejenigen mit den größeren Misthaufen konnten der Welt mehr mitteilen. Vor der Haustür meines Lehrers Ajahn Chah, für mich der größte Lehrer überhaupt, sind früher wahrscheinlich Mistladungen unvorstellbaren Ausmaßes ausgekippt worden. Die Moral von dieser Geschichte könnte folgendermaßen lauten: Wenn Sie der Welt dienen, dem Pfad des Mitgefühls folgen wollen, dann sollten Sie angesichts der nächsten Tragödie in Ihrem Leben vielleicht sagen, aber hallo, endlich wieder mehr Dünger für meinen Garten. Es ist zu viel verlangt. Ein Leben ohne Schmerz. Das ist zu viel verlangt. Es ist falsch, ein Leben ohne Schmerz zu erwarten. Denn Schmerz ist der Verteidiger des Körpers, auch wenn wir ihn nicht mögen. Niemand mag Schmerz. Schmerz ist wichtig. Und wir sollten dem Schmerz dankbar sein. Er lehrt uns, die Hand
aus dem Feuer zu halten, den Finger fern des Messers schneide, den Fuß neben die Dornen zu setzen. Schmerz ist wichtig, wir sollten ihm dankbar sein. Dennoch gibt es einen Schmerz, der keinem Zweck dient. Der chronische Schmerz, jene Elitetruppe des Schmerzes, der Verteidigung nicht dienlich, jene angreifende Macht, die von innen aus zuschlägt, das persönliche Glück zerstört, persönliche Fähigkeiten mindert. Ein brutaler Eindringling, der den inneren Frieden vernichtet und unaufhörlich Störmanöver fährt. Chronischer Schmerz, die schwerste Hürde für den Geist, scheint manchmal unüberwindbar. Doch wir nehmen Anlauf und noch einen Anlauf und versuchen es weiter, weil sonst nur Zerstörung bleibt. Aus diesem Kampf erwächst etwas Gutes. Die Zufriedenheit, den Schmerz überwunden, Freude und Frieden gefunden zu haben, in einem Leben voller Widrigkeiten, das ist eine Leistung. Eine sehr spezielle, sehr persönliche Leistung. Ein Gefühl der Stärke, der inneren Stärke, bekannt nur dem, der dies erfuhr. Deshalb müssen wir allen Schmerz akzeptieren, manchmal sogar zerstörerischen Schmerz, denn er ist Teil des großen Plans und der Geist kann mit ihm umgehen, der Geist, den diese Lektion stärkt. Jonathan Wilson Fuller. Warum habe ich dieses Gedicht mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers hier eingebracht? Weil Jonathan erst 9 Jahre alt war, als er es geschrieben hat. Der bodenlose Mülleimer. Es gehört zu meiner Arbeit, mir die Sorgen von anderen Menschen anzuhören. Mönche sind ihr Geld wert, denn sie berechnen nichts. Wenn ich mitbekomme, in welche grauenvollen Schwierigkeiten sich manche Leute bringen, kann es schon mal vorkommen, dass ich aus lauter Sympathie selbst auch deprimiert werde. Um einem Menschen aus einem Abgrund herauszuhelfen, muss ich diesen manchmal selbst betreten, damit ich dem Betroffenen die Hand reichen kann. Aber ich vergesse nie, eine Leiter mitzunehmen. Nach der Sitzung bin ich wieder genauso fröhlich wie zuvor. Dank meiner Ausbildung hinterlässt meine beratende Arbeit bei mir keine negativen Spuren. Mein thailändischer Lehrer Ajahn Chah behauptete, dass Mönche Mülleimer sein sollten. Mönche sollen in ihren Klöstern sitzen, sich die Probleme der Menschen anhören und deren ganzen Unrat aufnehmen. Eheprobleme, Schwierigkeiten mit heranwachsenden Kindern, Beziehungskonflikte, finanzielle Sorgen, das alles wird vor uns ausgebreitet. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wie sollte sich denn ein zölibatärer Mönch mit Eheproblemen auskennen? Wir haben doch der Welt den Rücken zugekehrt, damit wir uns mit solchem Müll nicht mehr zu belasten brauchen. Doch aus Mitgefühl heraus sitzen wir da, hören zu, geben Einblick in unser friedliches Leben und werden mit Müll überhäuft. Ajahn Chah gab einen zusätzlichen, essentiellen Rat. Er empfahl uns Mönchen, Mülleimer mit einem Loch im Boden zu sein. Wir sollten allen Abfall aufnehmen, aber keinen bei uns behalten. Daher sollte ein hilfreicher Freund oder Berater wie ein bodenloser Mülleimer sein, der nie zu voll ist, um sich noch ein Problem anzuhören. Ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn wir deprimiert sind, denken wir oft, das ist nicht gerecht. Warum ausgerechnet ich? Alles wäre ein Stückchen leichter, wenn das Leben gerechter wäre. Ein Mann mittleren Alters, der meinen Meditationsunterricht im Gefängnis besuchte, bat mich nach der Stunde um eine Unterredung. Er hatte schon mehrere Monate teilgenommen und in dieser Zeit hatte ich ihn recht gut kennengelernt. »Brahm, ich muss Ihnen etwas sagen«, begann er. »Ich will Ihnen mitteilen, dass ich das Verbrechen nicht begangen habe, für das ich hier einsitze. Ich bin unschuldig. Ich weiß, dass viele Häftlinge das Gleiche beteuern und dabei lügen, aber ich sage Ihnen die Wahrheit. Sie, Brahm, würde ich nicht anschwindeln.«
Ich glaubte ihm. Die Umstände und sein Verhalten überzeugten mich, dass er die Wahrheit sprach. Ich dachte darüber nach, wie ungerecht es war, dass er für eine Tat, die er nicht begangen hatte, eingesperrt worden war, und überlegte schon, wie ich diese fürchterliche Ungerechtigkeit in Ordnung bringen könnte. Doch da unterbrach er meine Gedanken und fuhr mit schelmischem Grinsen fort: »Allerdings habe ich früher einen Haufen anderer krimineller Handlungen begangen, bei denen ich nicht erwischt worden bin. Also, Bram, vermutlich ist es doch ganz gerecht, dass ich hier gelandet bin.« Da musste ich herzlich lachen. Der alte Gauner hatte das Gesetz vom Karma begriffen, und zwar besser als manche Mönche, die ich kannte. Wie oft geschieht es, dass wir schändlich handeln, verletzend und boshaft, und dafür nicht bestraft werden? Sagen wir dann, das ist nicht gerecht, warum hat man mich nicht erwischt? Aber wenn uns aus keinem ersichtlichen Grund Leid zugefügt wird, stöhnen wir, das ist nicht gerecht, warum ausgerechnet ich? Vielleicht ist es ja doch gerecht. Wie der Gefangene in meiner Geschichte haben wir uns vielleicht auch vieler anderer Schandtaten schuldig gemacht, die ungesühnt geblieben sind. Und dann wäre das Leben doch gerecht.